Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier zum Marsch. Ja, die Wiese geradeaus und die Wiese links von mir, die können noch gedüngt werden. Da nehmen wir natürlich Gärreste, sehe ich die auf der Hand. Ist ja auch mehr oder weniger vor der Haustür. Mit. Und dann können wir gleich schauen, ja, das halt gemacht wird, und dann mal gucken, da noch Kalk auf da kommen wir dazu hin. Ist das verkehrt rum? Das wäre ungünstig. Ne? Oh, das passt. Ich dachte schon, das wäre nicht möglich. Ja gut. Ja, Halten geht weiter. LKW ist hin zum Zuckerfabrik, den Kalk holen. Noch. Mal schauen, ob wir noch genug Gärreste da haben. Eigentlich ja. Ja, wenn der Kalk mal fertig wäre, dann würde man natürlich dort auch anfangen können mit Gärreste. Großen halt, ne? Güllefahrer auch nicht streiten. Ein bisschen zu spät dran. Ne? Nun. Lass mich vor. Okay. Ey, ist gut, oder? Das haben wir gut, oder? Dann leeren wir das aus, ne? Den Güll wollen wir nicht haben. Hat er wahrscheinlich übernommen. Guck die mal. Wir wollen anderen Stoff haben. Wo wir ein bisschen Energie rausgeholt haben. Feld 7, glaube ich, und dann nachher Feld 10. So. Ich fühle uns aber nicht durch. Wir werden einfach den Raum fahren. Er ist ja sehr wendig hier, das Fahrzeug. Das, ja. No. So, wie es aussieht, sieht hier sehr rot aus. Also, so ist immer Feld 7 muss das sein. Ja, das muss er ja wissen, sonst findet er nicht mehr zurück. Sonst fährt er auf 46 und das ist dann am Ende nicht lustig, wenn der Köpel ein hierher fahren will. Egal, was da im Weg ist. Holen, das passt. Den Kurs werden wir gleich mal programmieren. Da gehen wir auf 8 Meter. Da kommt er ganz hin. Machen ruhig 3 Vorgewände oder 4. Nur 3. Machen ruhig 4.
Nehmen wir ruhig 5, weil dann die Kurve ziemlich eng ist. Oh, Arbeitsbreite von 8 Meter stimmt nicht. Acht, habe ich gesagt. Ach, mir das übertrieben. Na, runter mit dir, runter, runter, runter. Bremse. Mal gucken, was hinkriegt. Macht er nicht. Hat schon fertig. Mein Fehler. Und aktiviert. Also hier ist Stickstoff. Ja, miserabel. pH-Wert ist okay. Also mit Kalk geht das. Ich werde da zwei Runden fahren müssen, denke ich mal. Nach dem Wachstum nochmal. Gut. Ich wollte mal gucken, orientieren. Die Heu habe ich gesagt, ne? Heu. Wegen Futter und so. Ein bisschen Auge behalten. Wenn die erstmal Eier legen, dann haben wir aber zu tun hier. Unser Hahn, der ist jetzt 3 Monate alt. Wenn der hier nachher noch 6 steht, dann geht das zurück zum Schlachter. Rübenernte müsste nächste November, Oktober losgehen. Ups, hier. So. Kühe. Mal gucken mal. Hier kann man nicht erkennen, ob das nun alles einzeln drauf ist, ne? Gut, das ist aber 43. Das sind die ganz kleinen und das sind die auch ganz kleinen Bulle. Das wäre was, ne? Aber leider können wir den nur mit dem Händler abgeben. Luzerne fahre ich mal vom für den Küken. Für die Hähnen, ne? Und dann holen wir dann nochmal das Heu. Vielleicht mache ich noch ein bisschen Heu. Schauen. Eigentlich eine ungünstige Zeit, aber denke mal morgen, September 3. Also 3 Tage spiele ich jetzt Zeit. Denke mal, bin ich jetzt bisher ganz gut gefahren, dass da ausreichend immer zu tun hatten. Wird doch bald losgehen mit Wachstum. Brocken hier rechts. Stehen lassen. So. Weiß nicht, ob die auch Luzerne nehmen würden, Heu. Kuhstall, aber ich gehe von aus, dass das so ist. Aber das haben wir nicht tatsächlich. Wir nehmen normales Heu. Viele Hähne. Okay, Schluck auf.
Ja, der Punkt war noch nicht erreicht. Bringt uns der Info. Nahrung ist gut. Welche Krähen nicht? Alle Hähne. Gott sei Dank außerhalb auch, aber das ist ja der andere Zaun. Ja. Ja, so sind sie, wenn sie auf Streit aus sind. Und das wäre bei den Massen garantiert der Fall. Macht man ja so ein echt nicht. Ne? Das ist ja heutzutage so ein Hähne. Habe ich hier schon öfters erzählt, aber ihre Hähne sind da je nach Rasse extrem aggressiv. Also gehe ich von aus, dass das. Außer weil die Zucht haben. Ansonsten geht da der Hahn ja gleich weg. Ich glaube, heute ist es gerade so, dass die Eier im Prinzip, bevor die überhaupt wird so kontrolliert, dass im Prinzip gleich nur Hühner rankommen. Hühner sind mastfreudiger, weil die viel ruhiger sind. Die sind nicht so auf Streit aus. Mal Luzerne schon, die Lage ist. Erstmal Heu und dann mal gucken. Der andere müsste noch, weiß ich gar nicht jetzt so genau, ob da Heu vorhanden ist im anderen Lager. Warum ist es aber nicht hier deswegen? So, Heu bitte. Zerne Heu 1000. Das ist gut. Denn unsere Hühner brauchen ja Eiweiß und das ist hier in dem Falle Luzerne. Ob das in echt auch so ist, keine Ahnung. Kaputt. Anne? Innen bleibt es nicht gut. Gibt es nur einen Druckstall im Fußboden? Stau. So wird auch nichts. Wir gleich alle stehen, ne? Das wäre ungünstig. Und Gülle fährt ja auch weiter, wenn nicht voll ist.
Gut. Da 152 wahrscheinlich auch innen drin als gemischt an, also als gemischtes. Bitte. Müsste eigentlich reichen, wir haben ja im anderen Lager auch noch was da. Für das ganze Jahr halt. Aber muss man kontrollieren. Da kommen die rum. Denke ich mal. Okay, das ist der Außensee wieder. Das kann hier noch alles rein. Bestimmt die Lage auch, ne? Oh, 1 Million geht hier rein. Die eigentlich automatisch machen lassen. So. Nehmen wir Abladen, Silage. Abladen. Stahl. Und nehmen wir Heu. Beladen halt es. An der Gebäude halt, ne? Dann können wir gleich nachher noch das Silage fahren lassen, Stroh. Da können wir auch mal die Strohballen. Lager reinbringen und dann kann er automatisch gefahren werden. So. Beladen, Heu, Stroh. Hat den Hof reingetragen vielleicht schon? Ja. Mal unter diese Kurve jetzt, ne? Und da stehen bestimmt Fahrzeuge im Weg. Dann muss ich die mal wegfahren hier vorne. Ah, da geht schon los. Lass mich eher mal durch, ne? Wird auch nichts.
So eng ist so eng. Endlicher Fahrzeug habe ich wollen. Kann ja mal hier oben stellen, oder? Mal gucken hier vorne. Hier war wenig Platz. Ich wollte hier nicht hinstellen. Eigentlich. Güllefass. Also Fass an sich. Ja gut. Junge jetzt. Aber so. Wenn wir anderen wegfahren nach vorne, dann geht's schon. Das ist nicht mal kleinere. Gut. Mal gucken. Da passt doch eine Handbreite hin, ne? Also ganz gut. So, ja, so weg. So. Da ist kein Platz. Da auch nicht. Und da auch nicht. Dann kann er stehen bleiben. Ja. Ja, das soll schon mal gewesen sein. Ich sage schon Dank, lass ich reinschauen. Ja, tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.